Hallo ihr Lieben, ich habe euch heute Mr. Darkness von Bärbel Muschiol mitgebracht. Und ich muss sagen, das Buch ist zwar manchmal etwas schnell, aber wenn es einen gefühlsmäßig packt, hat es einfach irgendwie was. Ich konnte es nicht aus der Hand legen. Bin gespannt, was ihr sagt. Hallo ihr Lieben, in diesem Video geht es um Mr. Darkness von Bärbel Muschiol. Das ist ein... Ja, ich würde es nicht als Dark Romance bezeichnen, aber es ist so ein bisschen in die Richtung gehend, aber nicht ganz so hart. Also, hier erstmal das Cover, das zeigt schon, worum es so ungefähr gehen soll. Könnt ihr mal den Klappentext lesen? Also in diesem Buch geht es um Francesca. Und Francesca will eigentlich nur eins: frei sein. Sie will lieben, wen sie will, aber als Mafia-Prinzessin ist das nicht so leicht. Ihr Bruder bestimmt über alles. Sie liebt ihn und weiß, dass er sie auch liebt, aber er sieht in ihr immer noch ein Kind und weigert sich zu akzeptieren, dass sie eine erwachsene Frau ist und Bedürfnisse hat. Doch Francesca ahnt nicht, dass sie ihre Leidenschaft in Gefahr bringt. Sie hat eine Affäre mit einem FBI-Agenten, der gegen ihre Familie ermittelt. Und der Stellvertreter ihres Bruders will sie für sich. Und ein russischer Mafioso ebenso. Sie alle wollen Francesca besitzen. Aber können sie auch das geben, was sie mehr als andere will? Liebe? Dieses Buch ist sehr schnell. Es ist aus vielen Sichtweisen geschrieben und wirklich spannend. Ich habe richtig mitgefiebert. Ich meine, ja, Francesca ist manchmal etwas arg naiv dafür, dass wir doch eigentlich eine recht skrupellose und gefährliche Mafia-Prinzessin ist und knickt dafür, dass sie, ach, so stur sein soll, recht schnell ein, aber sie war mir trotzdem sehr sympathisch. Ich hätte mir zwar manchmal gewünscht, dass sie sich etwas mehr behauptet und nicht ganz so schnell mit Sex zu bezaubern ist, aber es stört mich auch nicht wirklich, weil man sehr mit ihr mitfühlen kann. Wenn man beim Lesen bei ihr ist, stört es nicht, weil man eben ebenso von den Füßen gerissen wird wie sie. Aber man muss eben bei ihr sein. Also ich kann mir schon denken, dass da jemand, der nicht so nah bei ihr ist, da Probleme bekommt. Die Herren in diesem Buch sind zahlreich und genauso widersprüchlich. Erst schimpfen sie alle über Francesca und dann wollen sie sie alle besitzen, abgesehen von ihrem Bruder. Das geht teilweise sehr schnell. Aber wenn man darüber hinwegsehen kann, packt einen das Buch wirklich sehr und auch die Männer haben das Potenzial, einem den Atem zu rauben. Allerdings hätte ich dem einen oder anderen gern eine reingehauen und sie haben es auch verdient. Die Handlung ist an sich schnell erzählt, aber was dieses Buch für mich so gut macht, ist das Gefühl. Ich war wirklich ganz nah bei Francesca und den Männern, ich habe mitgefühlt, mich haben die Männer von den Füßen gehauen und ich fand sie wirklich heiß. Und auch immer wieder mal etwas gruselig. Es sind einfach skrupellose Männer, die kein Problem mit Mord und Folter haben. Wo man dann Gott sei Dank nicht so nah dabei ist. Also mir hat das Buch wirklich sehr gut gefallen. Ich konnte es nicht aus der Hand legen. Ich fand es sehr spannend, aufregend und heiß. Gut, einiges ging mir etwas zu schnell, aber das hat mich jetzt auch nicht wirklich massiv gestört. Es gab eine Verwechslung, die mich etwas rausgebracht hat. Da stand was von wegen Amerikaner sind in den USA nicht beliebt, anstatt Amerikaner sind in Russland nicht beliebt, aber gut. Ist es auch nicht so tragisch. Ist halt ein bisschen schade. Also wer gern Mafia-Romanz mit einem leichten Dark-Touch und einigen expliziten Szenen liest, ist hier genau richtig. Ich fand das Buch wirklich spannend und war echt total drin. Zudem ist es recht kurz. Das heißt, man kann es sehr schnell mal so runterlesen. Von mir bekommt es 4,5 Sterne. Das war es dann auch schon wieder von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und macht's gut und bis bald. Tschüss!